So, weiter geht's mit Lords of the Fallen. Wir sind immer noch hier in der Zitadelle drin, sollen Antanas zur Rede stellen und da hinten steht doch sein Hauptmann. Könnte sein, dass der hier... Ich habe immer gewusst, dass du uns verraten würdest. Erhebe dein Schwert! Mein nächster Endgegner wird. Alles klar, der Hauptmann dreht durch. Dabei habe ich noch die Haut mit den Tätowierungen. Die würde ich noch ganz gerne einlösen. Oh, wow, 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 wow. Verdammt, der wird mies. Der Typ hier wird richtig mies. Da geht nicht mal die Rolle vorbei. Weil der tackelt mich einfach weg, der Typ. Aber er hat zum Glück nicht so viel Leben. Er macht nur auf dicke Hose, kann aber nichts. Alles klar, wir schlürfen hier mal einen Trank, ziehen uns hier in die Räumlichkeiten zurück und... Bam! Der gute alte Handschuh. Das Einzige, was hier richtig, richtig gefährlich ist, ist die Kamera. Die bricht mir jedes Mal das Genick. Eigentlich müsste ich hier drin auch sicher sein. Ah, du kommst hier nicht rein, Kumpel. Du kommst hier nicht rein. Und wir haben ihn. War das jetzt eine tolle Idee, mich anzugreifen? Ein wahrer Mann befolgt seine Befehle. Hält sein Wort. Was weiß ein Verräter wie du schon darüber? Ich habe immer noch die Tätowierung. Die würde ich ganz gerne abgeben für meine Belohnung. Ich bin kein Verräter. Abschaum bleibt Abschaum. Na los, bring zu Ende, was du angefangen hast. Nee. Nee, Mann, ich werde dich nicht töten, weil er ist auch nur ein Soldat. Er ist auch nur ein Soldat. Er hatte seine Befehle. Das ist nicht persönlich. Wir ziehen einfach weiter. Und gehen noch ganz schnell hier drüben hin. So, ich weiß gar nicht, ob die ganzen Entscheidungen hier irgendeinen Einfluss haben auf das Ende oder ob ich dafür irgendwann mal irgendwo eine Belohnung bekomme, denn es gibt ja die New Game Plus. Und da nimmt man ja alles mit, was man hier erspielt hat. Hey, der hier greift mich gar nicht mehr an. Kann es jetzt sein, dadurch, dass ich ihn hier am Leben gelassen habe, dass seine Leute jetzt Respekt haben und sagen, yo, der ist einer von uns, den greifen wir nicht an, Antanas ist wahnsinnig geworden. Denn ich will hier eigentlich niemanden töten. Er hat den Verstand verloren. Alles ist verloren. Ruhig bleiben, alter Mann. Ich bin ja hier. Jetzt übernehmen wir. Na, Moment. Hier setze ich mal die neue Fähigkeit ein. Zack, hier der Stich. Boah, eine richtig geile Fähigkeit. Zieht derbe viel ab. Hätte ich ihn eigentlich alles eben aus Versehen verloren. Fokussiert. Unsere letzte Hoffnung. Dann hätte ich den weggeholt. Oh, die Kamera ist hier der wirkliche Endgegner. Die Kamera ist hier wirklich das größte Problem überhaupt. Die dreht hier durch, du springst hin und her, du weißt nie, was die Kamera als nächstes vorhat. Warte mal, warte mal. Wow, der ist unsichtbar, der ist unsichtbar. Nimm einen Trank. Wie konnten die Menschen gegen die Roga verlieren, wenn sie so badass unterwegs sind? Alles klar, er hängt. Boah, die Menschen sind so krass unterwegs. Ein Truhenschlüssel. Planetarium. Endlich können wir diese rot versiegelten Truhen öffnen. War hier drüben nicht auch noch eine Truhe? Hatten wir hier drüben irgendwas? Nee. Alles klar, hier ist niemand drin. Hier drüben war das Lazarett. Tja, alle sind weg. Selbst das Blut. So viel Zeit hatten sie noch, sie konnten durchwischen. Kaslo. Ich erkannte Harkins Stärke in dem Moment, als er in das Gefängnis. Was sind das für Waffen? Sie warfen ihn in seine Zelle wie alle anderen auch. Doch selbst als er auf den steinigen Boden stürzte, geschlagen und verletzt, hatte er noch seinen Stolz. Den konnten sie ihm nicht nehmen. Ah, was sind das hier für Waffen? Die gehören nicht den Menschen. Sieht aus wie die Schmiedekunst der Roga. Antanas gehört in Wirklichkeit zu den Roga dazu. Oh, ich bin gespannt, wie das Ganze jetzt hier endet.
Mit Besuch. Mit derben Besuch. Okay, warte mal, warte mal. Mann, Mann, Mann. Wie soll ich dich denn hier besiegen in diesem engen Treppengang? Oh, Wahnsinn. Ich muss da raus, ich muss da raus. Keine Chance hier drin. Erstmal hier hin. Alles klar, komm, jetzt hier gemeinsam mit meinem Klon. Ah, schon eine sehr geile Fähigkeit, oder? Oh, bis ich hochkomme, ich lieg immer noch am Boden. Entspann da so ein bisschen. Schau mir an, wie der Typ mich hier zerlegt. Ist nett. Ist schon wirklich alles sehr, sehr nett. Ja, die Tränke hier, die neigen sich schon wieder dem Ende. Ich muss vielleicht nochmal zurückrennen und nachfüllen. Weil jeder Stein bietet ja 3, soweit ich weiß. Da drüben ist die Truhe. Truhe ist zu. Aber ich habe doch einen Schlüssel. Und die hier? Oder bin ich hier noch gar nicht im Planetarium? Ich dachte, das Planetarium wäre das hier drüben. Und deswegen gehören diese Truhen zum Planetarium. Moment, wir gehen noch eins höher. Yes, baby. Schon mal einen Stein gefunden. Hier könnte ich noch schmieden, wenn ich will. In der Spitze waren Thanas nicht. Ich denke, wir müssen wirklich in sein heißgeliebtes Planetarium. Oder wie einige dazu sagen, Planetarium. Mist! Haha, der Schrank ist im Weg. Tja, die Möbel hier sind auf meiner Seite. Nice. Vielleicht jetzt nochmal nach oben gehen? Okay, hier drüben scheint es sauber zu sein. Ich gehe nochmal ganz schnell nach oben und gucke, ob ich noch Heilung und einen Trank bekomme. Ja, Heilung schon, aber keinen Trank mehr. Dann müssen wir das Ganze hier mit 10 lösen. Oh, der alte Mann hier ist im Weg. Was ist hier drüben los? Ah, komm schon, das muss doch gehen. Endlich eine Truhe, die wir öffnen können. Schwert der Wache. Nö. Irgendwas mit Stärke bestimmt. Denn wenn es nicht oben direkt auftaucht, dann ist es uninteressant. Dann muss ich gar nicht erst suchen gehen. Könnte hier ein Geheimgang sein? Das sieht so nach Geheimgang aus, finde ich. Wegen dieser Aussparung. Antanas? Nein. Wo müssen wir hin? Vielleicht doch wirklich ganz nach oben? Alles klar, wir gehen nochmal zurück. In der Zitadelle. Ich meine, ich bin ja in der Zitadelle, oder? Das hier ist die Zitadelle. Gut, gehen wir ganz nach oben. Ach du Scheiße! What? Oh Gott, das ist Antanas jetzt? Oder wie jetzt? Der Richter. Okay, warte mal, wo? Hier ist Ende. Okay, hier ist Ende.
Er hat zwei Stufen. Erstmal so ein bisschen seine Fähigkeiten kennenlernen. Er macht sehr viel Damage. So viel kann ich jetzt schon mal verraten. Und hier sehen wir diese Klingen, die unseren besten Freund Kaslo hingerichtet haben. Go, Clone! Naja, ein Hieb und er hat ihn getötet. Gut, wir müssen hier wohl wirklich mit dem Handschuh arbeiten. Okay, ein Schlag und der Kunde hat mich direkt weggehauen. Ich habe dann meine Seele zurückgeholt, damit ich hier meine Erfahrungspunkte bekomme. Ich habe eine neue Rune in den Handschuh rein. Vielmehr die alte Rune, nämlich die Feuerrune. Die finde ich wirklich deutlich besser als die, die ich sonst dabei hatte. Also Feuer ist wirklich das Stärkste, was man hier mitnehmen kann. Und ja, die Seele lassen wir mal liegen. Allein wegen dem Buff lohnt sich das Ganze. Gut, der Richter. Richter und Henker in einem. Ja, der kam da einmal angesprungen und ich war tot. Aber jetzt machen wir den, Leute. Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Wir machen ja relativ gut Damage. Das sieht bis jetzt eigentlich ganz ordentlich aus. Halt mal schauen, wie die zweite Phase wird. Aber der Flammenhandschuh ist wirklich King. Du kannst einfach nichts Besseres hier bekommen als den Flammenhandschuh. Weil der zieht halt wirklich sehr, sehr gut nach. Die Sau brennt. Das ist mein großer Vorteil hier in dem Spiel. Okay, die Seele ist aber gar nicht mal so übel. Denn bis jetzt musste ich noch keinen Trank nehmen, obwohl der ja eigentlich ziemlich mies Damage macht. Oh, Mann. Jetzt aber ja nicht hier irgendwie übermütig werden. Bleib bescheiden, bleib konzentriert. Und hau den Richter weg. Wie hat er mich eben gerade noch getroffen? Okay, vielleicht sollte ich jetzt mal hier einen Trank nehmen. Ah, die erste Phase haben wir beinahe. Komm, 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 komm. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Und jetzt ran hier. Oh, oh, was ist hier los? Ich habe keine Ahnung. Aber er flieht. Und ich habe schon die Hälfte seiner Energie weggeholt. Wir nehmen mal einen Trank. Oh nein, er kann Leute beschwören. Und Feuer. Oh shit. Okay, wir machen immer wieder hier die Rolle. Immer wieder hier rollen. Kacke, 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 kacke. Nein, er kann sich Lebensenergie aus denen holen. Oh, sowas liebe ich ja. Und was ist jetzt? Irgendein roter Angriff. Oh Gott, ich muss unbedingt schauen, dass ich irgendwie seine Minions da weghole. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das anstellen soll, aber es muss irgendwie... Irgendwie muss es möglich sein. Ach, die Leichen explodieren. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Was der Richter nicht alles kann. Ah, mach die Rolle, mach die Rolle, mach die Rolle. Wenn es ganz schlimm wird, dann nehme ich hier einfach noch so einen Magiesplitter. Was war denn das? Was war denn das? Habt ihr es gerade gesehen? Ich fokussiere irgendwas anderes an. Och nee, jetzt flieht er. Wo ist denn eben gerade der Fokus hin? Alles klar. Alles klar, er holt sich halt wieder die Lebensenergie. Und das ist ziemlich viel. Er macht die Nummer. Gut, 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 gut. Soll er, soll er, soll er. Dann machen wir nämlich jetzt Handschuhe, Spam ohne Ende.
Und Handschuh. Und die Leichen. Und Handschuh. Keine Ahnung, was das eben gerade war, aber Handschuh. Meine Antwort ist immer Handschuh. Handschuh ist die richtige Antwort auf alles. Oh nee, ein Debuff. Der blockiert hier irgendwie meine Lebensenergie. Handschuh. Mist. Okay, jetzt aber hier drauf. Nochmal Handschuh. Alles klar, das war in Ordnung. Wir nehmen hier mal ganz schnell noch einen Trank. Weil jetzt kommt ja hier wieder diese Feuerwelle. Ich muss die irgendwie in die Flammen locken. Auf jeden Fall das Beste, was ich machen kann. Weil wenn ich die angreife, das ist zu krass. Das kann ich vergessen. Und die Leichen explodieren. Okay, wir haben ihn zur Hälfte. Was sind das hier für ein Ding? Das verfolgt mich. Oh nein, noch weniger Lebensenergie. Handschuh. Meine Antwort lautet Handschuh. Komm, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Wir gönnen ihm hier eigentlich gar keine Regeneration. Schon 1000 Damage wieder draufgehauen. Alles klar, gib ihm, gib ihm. Wir machen mal hier einen Klon hin. Da kann ich nämlich mehr rumrollen. Wegen den Flammen. Oh, 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 no, 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 no. Trinken. Alles klar, komm. Mist, ich habe keinen Mana genommen. Ich muss unbedingt hier so einen Magiesplitter nehmen. Alles klar, jetzt. Leichen. Ach nee, wie kann der denn schon wieder meine Lebensenergie reduzieren? Ja, gleich ist die wieder reduziert, weil er mir hier den nächsten Stack draufhaut. Ja, reduziere ruhig hier meine Lebensenergie. Okay, jetzt geht's wieder los. Es wird halt ernst. Oh Gott. Alles klar, ich kann nicht reden, bin zu konzentriert. Ach Mann, noch weniger Lebensenergie geht doch gar nicht mehr. Handschuh. 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 Autsch, 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 Handschuh. Handschuh. Wort der Folge, Handschuh. Krasse Sache. Krasse Sache, Alter. Noch habe ich Tränke, auch wenn schon meine halbe Lebensenergie irgendwie entfernt wurde. Du feige Sau, du.
Moment. Feuerwiderstand. Ja. Schnell hier einen nehmen. Und jetzt losrollen. Alles klar, sauber. Einige hat er weggeholt. Ja, klar, ja, klar. Ja. Würde das Spiel wenigstens flüssig laufen. Ja, mach dein Ding. Es ruckelt auch echt derbe, oder? Also es hat wirklich so ein mieses Steering. Komm schon. Judge Fudge. Nee. Oh, yes. So geschah es, dass Harkin einem Gott trotzte. Er warf die Rune zur Seite und erschlug Antanas nur mit seinem Schwert. Damit brachte er die Kräfte der Welt wieder ins Gleichgewicht. Harkin fand auch das Gleichgewicht zwischen der Macht seines Schwerts und der Magie. Trotz der Zeichen auf seinem Gesicht zeigte er sich als erbarmungsvoller Mensch, der über die Gerechten wie die Ungerechten Gnade walten ließ. Harkin zeigte sich als Krieger, nicht als Gelehrter. Die Geheimnisse der Welt interessierten ihn nicht, selbst als sie zum Greifen nahe lagen. Er entschloss sich, über Antanas finstere Experimente hinwegzusehen. Dank Harkin wurde Jedka mit ihrer Familie wieder vereint. Der Schmied erhielt seinen Kristall zurück. Er bereiste wieder die Dimensionen und erforschte weiter die Runen. Besiegelte das Schicksal beider Welten für eine lange Zeit. Die Geschichtsschreiber der Zukunft werden sich auf ewig fragen, was geschehen wäre, wenn Harkin sich anders entschieden hätte. So, das war's. Ja, wir werden es nie erfahren, denn ich werde das Spiel erstmal nicht ein zweites Mal spielen. Ganz klar, ich habe jetzt genug. Ich habe ziemlich viel gespielt. Es war gar nicht so lang. Ich habe auch einiges halt weggelassen, weil man oft wirklich dieselben Wege immer und immer wieder gehen musste. Schwierig war es nicht unbedingt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es war schon anspruchsvoll, natürlich, aber man konnte ziemlich gut leveln. Es war deutlich einfacher als Dark Souls, was halt hier in dem Spiel wirklich schwierig war die Kamera.
und eben, dass es so extrem langsam gelaufen ist. Ja, stellenweise hat es sich angefühlt, als hätte ich nur noch 15 Frames. Und die Kamera war wirklich ein Graus. In diesen engen Gängen, man hat es ja x-mal gesehen, wenn auf einmal die Kamera durchdreht und man sieht nichts mehr und bleibt irgendwo stecken. Und dann kommt der Gegner und haut einmal mit der Lanze zu und dann war es das für euch. Das ist ja nicht irgendwie was, wo man sagen kann, ja gut, das ist jetzt dein Fehler gewesen, hättest du mal lieber geblockt. Sondern das sind einfach wirklich unfaire Stellen, die in so einem Spiel ganz schön den Spielspaß drücken können. Denn ich finde, solche Spiele, die müssen rund laufen. Da ist mir eigentlich die Grafik und alles egal. Die müssen wirklich einfach rund laufen, damit du dich immer in einer fairen Situation wiederfindest. Oder wenigstens zum größten Teil. Und diese Kameraprobleme, die kamen einfach zu häufig vor. Und halt dann noch die Frames hat das Spiel schon deutlich schwieriger gemacht. Auch am Ende bei dem Richter, als dann irgendwie diese ganzen Leichen explodiert sind und die Lichter und der Nebel und all der Kram kam. Da sind schon die Frames ganz schön eingebrochen. Da merkt man es dann, dass die Schläge langsamer kommen und dadurch kann man auf einmal auch nicht mehr so wirklich abschätzen, mache ich jetzt noch einen Schlag oder hängt wieder alles ein bisschen hinterher. Ich denke, als Zuseher nimmt man das nicht so wahr wie als Spieler. Als Spieler können diese paar Frames schon wirklich einiges entscheiden, besonders wenn man immer so im Kopf dieses Timing halt hat. Ansonsten, das Level-Design, das Grafikdesign war schon alles ganz schick. Ein bisschen zu beschränkt fand ich es auch, weil wir hatten nicht wirklich viele Schauplätze. Wir hatten eigentlich dieses Kloster angebunden mit der Zitadelle. In der Zitadelle waren wir nicht besonders lange drin. Und dann eben noch diese Roga-Welt. Und die Roga-Welt war jetzt auch nicht so schön vom Design. Hätte ich mir dann doch ein bisschen mehr gewünscht. Vielleicht auch eine Schnellreise zwischen diesen ganzen Steinen. Weil man musste immer wieder die Wege abgrasen, um irgendwo hinzukommen. Und ja, man hätte also wirklich noch einiges besser machen können. Halt Dinge, die wirklich wichtig sind für so ein Spiel. Ansonsten war es solide fürs erste Werk. In dem Genre auf jeden Fall in Ordnung. Besonders wenn man halt bedenkt, es war jetzt nicht so eine riesige Megaproduktion. Das Budget hält sich hier doch ganz schön in Grenzen. Gut, wir sehen uns dann beim nächsten Projekt. Es gibt dieses Jahr noch COD Advanced Warfare, Assassin's Creed zweimal und Far Cry 4 natürlich auch und viele andere tolle Spiele. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video noch eine Bewertung geben könntet. Das haben leider sehr, sehr wenige zugesehen. Aber ich habe es dennoch durchgespielt, weil ich wollte es wissen. Und ich finde, der Kern meiner Fans da draußen, wenn ich das so sagen darf, die hätten so oder so zugesehen. Und denen wollte ich ja das Ende nicht vorenthalten. Also, wäre nett, wenn hier noch eine ganze Reihe an Bewertungen und Kommentaren zusammenkommen würde. Eure Meinung interessiert mich natürlich wie immer brennend. Also, tschüss!